Du, jetzt wüsste ich nicht, warum. Achso, jetzt weiß warum. Dachte, ich mache jetzt mal einen schlauen. Aber so schlau war der dann leider doch nicht. Willkommen hier auf Brian's Corner mit einem weiteren grandiosen Video zu Super Mario Maker 2. Wir schauen natürlich wieder erneut in die endlose Herausforderung rein und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. 512 Level haben wir im letzten Video abschließen können. Wir haben noch 91 Leben zur Verfügung. In der Weltrangliste müssen wir irgendwo bei 9500, 600 noch was stehen. Werden wir auf jeden Fall gleich ja wieder zu sehen bekommen. Und natürlich, wir gehen jetzt auch wieder ins erste Level gemeinsam rein. Und dann schauen wir, wann dann auch wieder das erste ordentliche, brauchbare Level kommt. Auf das wir dann entsprechend, ich sag mal, überspringen. Ne? Denn auch in diesem Video werden nur... Dann, also abgesehen vom ersten Level, werden die schönen Level in der Nachbearbeitungen zusammengefasst, damit das natürlich für euch da draußen auch ein klein wenig, ja, unterhaltsamer ist. Ja. Sagen wir doch so, wie es ist. So, okay. Checkpoint schnappen wir uns erstmal, ne? So, jetzt... Zwei... Ach, ich weiß es nicht, ne? Das kann schon wieder genau nichts geben, ne? Habe ich so den Eindruck. Ich frage mich gerade, dass wenn... nur mal kurz konzentrieren. Hä? So... Welche Tür? Also hat das irgendwie... Hat das jetzt eine Relevanz, dass ich jetzt links oder rechts nehme zuerst? Hoffentlich nicht. Was? Ja, okay, das war jetzt ein bisschen verwirrend. Ich weiß nicht, warum die zwei Türen... Keine Ahnung. Vielleicht der Optik wegen... Ja, der Bosskampf war ja auch so recht interessant. Aber ich bin jetzt noch weit davon entfernt, dafür ein Herz zu vergeben. Ja, das war jetzt auch das erste Level. Wie gesagt, war in Ordnung. Wir sind jetzt bei 9558 in der Weltrangliste. Da haben wir es jetzt einmal dargestellt. Ja, und jetzt schauen wir einfach mal, wann dann auch jetzt wirklich das nächste brauchbare Level kommt. Snowball Fight. Echt... Die Titel lese, habe ich echt teilweise so richtig gute Vorstellungen, so prinzipiell. Ob es dann auch so kommt, das finden wir natürlich anschließend immer heraus, ne? Aber... Das sieht doch schon eher nach einem ganz klassischen, soliden Mario-Level aus, wie ich finde. Was natürlich so auch erstmal vollkommen in Ordnung ist. Ja, lieber ein klassisches, solides Mario-Level, als wieder irgend so ein Schrott, der daherkommt. Ich muss mich für meine direkte Aussprache an der Stelle entschuldigen, aber ja, für die treuen und aufmerksamen Zuschauer. Ich weiß, dass ihr alle das Gleiche denkt, daher. Daher ist das auch in Ordnung. So. Okay, wir gehen weiter. Hier sind auf jeden Fall jede Menge 10er und 30er Münzen. Oh. Ja, wir hatten eben noch gesehen, oh, dass es hier noch zum Bossfight kommt. Stand zumindest in der Bemerkung, ne? Eieieiei. Eigentlich möchte ich den Kugeln möglichst aus dem Weg gehen, ne? Denn die machen Sachen mit uns. Das ist nicht schön. Das ist definitiv nicht schön. Ja, das war schon das Ende. Ja, aber doch. War doch mal wieder mal was Schönes, Klassisches. Ohne viel Tamtam. Ja.
Mal wieder ein Level nach ganz langer Zeit, wo man sagt, da kann man mit arbeiten. 22 Sekunden der Weltrekord, ey. Was mache ich falsch? Deserted Jungle von Merlin. Aha, guten Tag. Einfach nach vorne springen, wie so ein Verrückter. Nein! Okay, Checkpoint. Wollen wir da rein? Ich weiß es nicht. Okay, müssen wir wohl. Dann ist alles gut. Frage, kommt noch... Ja, Yoshi, nehmen wir mit, klar. So, da müssen wir rein. Bosskampf nochmal, oder was? Nein! Das war nicht so schlau. Oh, da ist mal Feuerboom. Eine Sekunde. So. Ich finde das schön, wie Yoshi einfach noch die Flamme bei sich trägt. Ja, vielleicht gehen wir nochmal zurück, holen noch eine Feuerblume. Naja, komm. Ja, schnell nochmal zurück. So, jetzt ist der erstmal platt, ne? Zwei Schlüssel, unfassbar. Ich dachte gerade, ey. Ja, das ist Ziel. Extrem lang das Level. Also ich habe lange gebraucht, also, aber doch schon sehr umfangreich, ne? Boah, liegt auch bei 2 Minuten 22. Ist schon eine Hausnummer, ne? Mad Masbers Manor. Auch interessanter Name.
Okay. Alles klar, rote Münzen. Jetzt warten wir noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt hier ins Feuer springen. So, On-Off-Schalter wieder zurückgestellt. So, dann kommen wir nämlich auch wieder hier durch die Tür. Jetzt müssen wir gar noch mal gucken. Bin ich gerade irritiert. Nee, alles gut. Ich dachte schon, wir hätten jetzt wieder die andere Tür genommen. Das wäre natürlich maximal blöd gewesen. So. Alles klar, da ist auch der Schlüssel. So, jetzt wüsste ich nicht, warum. Achso, jetzt weiß warum. Dachte, ich mache jetzt mal einen schlauen. Aber so schlau war der dann leider doch nicht. So, der kann erstmal weg, ne? Nein! Ach, Leute. Der Puls ist wieder bei 300, ey. So. Jetzt kommen wir auch mal endlich hier in Pilz. Schneller rein. Brauchen auf jeden Fall wieder einen Schlüssel. So, da haben wir jetzt erstmal eine Feuerblume in einem versteckten Block. Da ist auch der Schlüssel. Wir müssen einfach hier drunter her sliden. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Hätte ich aber, glaube ich, auch in der Form gar nicht machen brauchen, oder? Naja. Egal. Alles klar, hier geht's weiter. Oh, 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 oh nein. Das meinen die jetzt ernsthaft, ne? Das meinen die jetzt ernsthaft. So, jetzt musst du halt schnell. Ich hab die Hammerbrüder, die habe ich schon immer gehasst, ne? Ehrlich. Okay, nächster Checkpoint. Achso, ja, ja, klar, klar. Hier oben ist ja noch. Ja, habe ich verstanden. Okay. Nein. Ach, Brian. Was machst du denn da? Mal schauen. So, jetzt kommen wir nämlich auch hier dran. Na, weg damit. Jetzt bin ich gerade ein bisschen. Bisschen überfordert. Achso, ja, er muss natürlich den anderen Block dann auch platt machen, ne? Vielleicht geht der jetzt genau dahin. Ja, jetzt macht es natürlich Sinn, ne? Klar. So, jetzt ganz schnell hier durch. Okay. Ja. Das hat mir doch ganz gut gefallen, wie ich finde. Lass mal ein Herz da. Ja. Ach komm. Was kann ich jetzt wieder froh sein, dass hier 300 Sekunden. Hallo. Dass wir hier 300 Sekunden zur Verfügung haben, weil
Das will ich ja im Leben nicht unter irgendeiner Vorgabe wahrscheinlich hinbekommen, oder? Was machen die jetzt? Geh ich nochmal nach links? Achso, hier. Was haben wir denn hier? Achso, da geht's unten. Na klar, ja gut. Das kann natürlich sein. So, Schaden nehmen und dann durch die Röhre. Sag ja, ich kann von Glück reden, dass wir hier keine Zeitvorgabe haben. Weil das würde extrem in die Hose gehen. Aber dennoch, das Level ist leider auch schon zu Ende. Ist aber auch nicht so schlimm. Ja, hier geht noch richtig der Punk ab. Ja, war ganz okay. Also, ich sag auch, hier könnte man mit einer Zeitvorgabe das Ganze wieder so ein bisschen, also die Schwierigkeit nach oben stufen. Ja. Hier sitzt nämlich 35 Sekunden, ist der Weltrekord. Könnte man jetzt auch 40 Sekunden Zeit jetzt runtersetzen. Dann wird es auf jeden Fall ein bisschen tricky. Ja. So war es auf jeden Fall ganz okay. Ich würde auch sagen, wir legen jetzt hier an dieser Stelle nochmal eine Pause ein. Werfen natürlich jetzt nochmal einen Blick auf die aktuellen Statistiken. Ne? Haben jetzt 537 Level abgeschlossen. Stehen auf Platz 9240 in der Weltrangliste. Ihr seht also, wir kommen ja doch schon etwas zügiger voran. Ne? Das hatten wir ja auch schon im letzten Video thematisiert zum Abschluss. Wenn wir jetzt mal überlegen, wir haben jetzt allein in den letzten beiden Videos fast 800 Plätze gut gemacht. Ja, wir haben vor zwei, also im letzten Video sind wir bei 10.000, glaube ich, ungefähr, haben wir angefangen. Und ja, wie gesagt, 9.240 haben wir knapp 800, also 760 Plätze gut gemacht. Also ist gar nicht so schlecht, ja, wir machen auf jeden Fall jetzt schnelleren Fortschritt, das ist natürlich schön so, das wollen wir genauso in der Form, ja, gucken wir einfach mal, wo wir dann im nächsten Video landen, das war es jetzt erstmal soweit von mir, wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, würde ich mich natürlich sehr darauf freuen, wenn ihr einmal den Gefällt mir Button drückt, wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos hier verpassen wollt, dann müsst ihr unbedingt den Abo Button drücken. Ja, das muss ich euch nicht sagen, das wisst ihr alle. Und ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns dann sonst in der nächsten Woche zu einer weiteren Folge Super Mario Maker sehen würden. Danke fürs Zuschauen, habt noch eine gute Zeit, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.